Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Gamer Let's Play. Wir zocken das allergeilste Horrorspiel ever, Outlast. Ich habe mir es gestern beim Steel Sale gekauft, Steam Summer Sale, mein Gott. Ich hatte heute Projektprüfungsvortrag vor drei Lehrern. Also Prüfungsvortrag, deshalb bin ich ein bisschen down heute. Ne, wir zocken Outlast, ein sehr ultra geiles Spiel, wie ich finde. Zumindest, wie ich es immer gehört habe. Die Grafik und so ist also eingestellt. Das Spiel habe ich noch nie gestartet jetzt. Bis jetzt habe ich es echt noch nie berühren dürfen. Ich habe bis zur Aufnahme gewartet. Ich war so tapfer und habe gewartet. Jetzt können wir endlich starten. Oh! Normal schwieriger Albtraum-Wahnsinn. Ah, normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen der Nervenanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. So, gut, hätten wir das. Also wir sind... Namen vergessen, Entschuldigung. Okay, so sieht es aus, wenn das Game lädt. Los geht's! Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arab Biopark Services will be spraying for an infestation of box pellet bugs. But do keep all pets and children indoors. Radio los. Fängt ja gut an. Und nochmal herzlich willkommen. So. Ja, wir können im Spiel Dokumente finden. So. Von Mute Mail. An Miles Suffer. Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff. Murkoff? Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen da, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln. Etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Batterien und eine Kamera. So, die Kamera geht. Miles Murfield. Okay. Stellen wir es. Tür zu. Okay. Und hier sind wir nun. Deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator angezeigt. Dort findest du Notizen. N. Und J waren die Dokumente, der Informant. Okay, wir können uns rechts und links sehen, das ist ja cool. Oh, Alter, wir können uns selbst sehen hier. Geil. Ja, Mann. Also eigentlich möchte ich hier ja nicht sein. Kann ich bitte wieder zurück? Wie mache ich einen... Nein! Oh, jetzt hat er die Batterie geloadet. Oh, shit. Scheiße.
Wie funktioniert das hier? Ja. Kann ich... Ah, mit F. Okay. Direkt meine Batterie verschwendet. Ich bin ein guter Mann. Okay. Was haben wir hier? Was ist denn hier los? Ich kann hier nichts machen. Kann ich mich auch ducken? Ah. Der ist der G. Alles klar. Jo, auch wieder mit Facecam. Ist ja klar, ne? Ich hoffe, ihr seht mich jetzt. Das hat hier funktioniert. Warum? Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Da ist die Tür zu, oder? Nö. Ja. Also, ja. Ah, hüpfen. Springen kann er auch. Unser Miles. Ja, hier gibt es nichts mehr. Wir sind jetzt aus dem Auto rausgestiegen. Und jetzt ist es... Hallo? What the fuck? Alter. Password. Ah ja, die haben ja Z-Wonders. Ja, was jetzt? Geil, Spiel fängt an, ich habe direkt mal keinen Plan. Hier ist nix, hier ist nichts. Mülleimer, alles klar. Ich check's nicht. What the fuck? Das Spiel fängt an, ich habe direkt keinen Plan, was ich hier tun soll. Habe ich denn irgendwas übersehen? Direkt am Anfang? Vielleicht, naja, warte mal, vielleicht kann ich ja durch die Tür hier. Aha. Ich hätte einfach nur die Tür aufprobieren sollen. Ja, super. Alter, das ist ja mal voll cool. 60 FPS, Mann. Warte. Und mein Rechner läuft auch noch ziemlich gut. Also der... Ah, die Bewegungsunschärfe ist cool. Alter. Wow. Hier scheint also schon was passiert zu sein. Alter, 3 gepanzerte Fahrzeuge. Leerstehend. Nichts. Mount Massive Asylum. Können wir klingeln? Nummer 2. Jo, Alter, nice. Können wir irgendwie klingeln oder so? Nee. Meine Maus. Ich habe hier gerade meine Maus am Kabel hängen. So. Okay. Tür ist zu. Der Haupteingang ist direkt versperrt. Wir kommen nicht rein. Joa. Was jetzt? Kann man hier, guck mal, hier ist die Tür. Können wir gleich mal probieren, ob wir da durchkommen. Ja, geht doch. Speichert. So, und was jetzt? Jetzt können wir hier rein, ne? Nö, abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie anders rein. Oh, ich sehe es. Komm. Ah, da oben ist ein offenes Fenster, sehe ich gerade. So geht, ne? Alter, ist heftig, ey. So, wir können jetzt die Leiter hier hoch. Ah, das macht er automatisch. Böse Musik. Alter. Können die hoch? Das sieht so cool aus mit der Ego-Perspektive. Finde ich gut gemacht. Alter, habe ich da gerade irgendwas gesehen? Direkt mal gucken gehen. Boah, Heftspiel. Warum machst du so? Oh, haben wir uns direkt mal hingesetzt. Alter, was geht ab? Nur Schnee. Morin. Kenn ich nicht.
Was machst du denn da? Lol. Bewegungsunschärfe. Hält der sich da gerade fest? Sieht man das auch im Schatten? Lol, das sieht man echt. Heftig, ich mach's mal die Bewegungsunschärfe aus. Linkshänder? Lol. Ich kann. Ey, ist ja heftig, ey. Warte mal, das will ich jetzt sehen. Ja, ist ein cooler Linkshänder, finde ich. Sieht man auf jeden Fall, ist ein Linkshänder. Wow. Bringt's total. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin auf jeden Fall Rechtshänder. Das hindurchzwängen. Okay, also man kann sich durch solche Dinger durchzwängen. Was haben wir denn hier? Ah, eine Batterie. Ah, jetzt haben wir wieder zwei. Jetzt gehen wir mal weiter hier entlang. Hier ist eine Tür. Und das hier wieder. Okay, da wohl einer telefonieren oder so. Ich vergesse immer, dass das mit E nicht geht und mit F ist recht nicht. Okay, Markov Psychiatric Dingsbums Systems. Project Wallrider. Oh, Project, interessant. Patienteninitialen WPH, Billy. Erster Patientenbefragung, 14.12.2009. Alter des Patienten, 19. Alter, what? Carl Houston ist der behandelnde Arzt, Geschlecht männlich. Therapiestatus, Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Cool. Hätte ich auch gern. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik Spirometrie. Er gab keine bronchiale Akkumulation. Alter, was geht ab? Hämatokrit. Hey, ich bin heute echt down. Zentrifugierung. Zur Trennung von. Ich versuch's gar nicht. Er ist erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgnis. Jetzt muss ich mal ganz kurz. So, jetzt geht's. Spirometrie ergab keine. Genau. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Traeger gesehen. Entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Wiederüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse erhalten. Markov Wallrider Mount Massive. Okay. Also, wir haben einen Project Wallrider oder irgendwie sowas. Da kommen wir jetzt bestimmt nicht rein. Puh. So, was haben wir hier? Alter, hör doch auf jetzt! Alter, jetzt geht's los. Ah, wahrscheinlich müssen wir ja genau. Geht die Tür lang? Oh, Spinnenweben. Weg damit. Ich habe keine Angst vor Spinnen, aber. LOL! What the f... Alter, was geht jetzt ab? Ah ne, ist derselbe Raum. WTF! Da waren wir gerade drin in diesem Raum. Deine Schulter Blut, ey. Oh Gott, Alter. Bitte nicht. Bitte nicht. Was geht ab? Was geht ab, Mann? Der bewegt sich. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors. From security and control. You have to get the fuck out of this terrible place.
the fuck, Alter. Alter, das ist ja... Boah, die haben den komplett aufgespießt. Die haben den komplett... Alter, was hier ab... Boah, lecko mio. Was zur absoluten Hölle ist hier geschehen, Mann. Ich bin drin. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch irgendwie raus konnte, denn ich reingekommen bin. Mhm. Der Haupteingang war nämlich verschlossen. Und der hätte mich rausgekonnt. Wow. Was bist du denn gewesen? Was für ein fettes Kerlchen, was du denn? Ah! Guten Tag. Ja, guten Abend, würde ich mal sagen, wa? So. Ah, okay, die Spiegelung funktioniert schon mal nicht. Wir können uns selbst nicht... Lol, was ist das für eine Spiegelung? Die Spiegelung. Die ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen falsch. Komm, wir schießen mal die Tür. Hau sie doch noch lauter zu! Ja. Da war nix, genau. Okay, das zu. Ist auch nix. Würde mal sagen, geh mal hier. Little Fake! Oh Gott, oh Gott, was bist du denn? Ah. Alter, was geht ab? Alter, what? Wer bist du denn? Ja, was? Wieso? Zur Hölle bist du? Ey, meine Videokamera. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Habe ich noch eine Videokamera? Ja, die habe ich noch. Alter, Sicherheitsschloss, Ober 1000, da kommt man nicht mal annähernd durch. Aber der Türknopf passt noch durchs Metall, ja klar. What the fuck? Heftig. LOL. Lol, das Fenster bewegt sich auch. Lol, seht ihr das? Checkt ihr den Fail? Das Auto ist viel größer als ich. Das Auto ist ja mega riesig. So, wir begeben uns mal hier rein. Okay, liegt wieder in der Batterie. Sehr gut. Ja, Batterien ist doch gut. Ich benutze das Ding einfach mal zu Ende. Mal gucken, was passieren tut. Alter, das ist doch kranker Scheiß. Oh, wieder eine Akte. Murkoff Corporation.